Neue Wendung im Wirecard-Bilanzskandal. Der am Freitag zurückgetretene Chef des Finanzdienstleisters, Markus Braun, wurde wegen des Verdachts der Marktmanipulation festgenommen und kommt nun gegen die Zahlung einer Kaution von 5 Millionen Euro wieder frei. Er hatte sich zuvor selbst gestellt. Dem Österreicher wird vorgeworfen, zusammen mit weiteren mutmaßlichen Tätern die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen des DAX-Konzerns durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben. Ziel sei es gewesen, das Unternehmen finanzkräftiger und damit für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen. Wirecard fehlen 1,9 Milliarden Euro in der Unternehmensbilanz. Angeblich sollten sie auf Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken liegen. Der Wirecard-Vorstand musste inzwischen einräumen, dass das Guthaben wahrscheinlich gar nicht existiert. Die 1999 gegründete Firma bekommt eine Provision dafür, dass sie im Internetzahlungsverkehr Geld vom Endkunden an den Anbieter weiterleitet. Dabei übernimmt sie eine Garantie für Zahlungsausfälle.